Willkommen im Molyneux Stadium, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Spiel begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und es geht bei uns heute um ein Spiel in der Premier League. Wolverhampton Wanderers gegen Watford. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Ja, mit drei Treffern in den letzten drei Spielen, da ist er natürlich auch heute einer, auf den wir mal schauen sollen. Das ist die Aufstellung der Wolverhampton Wanderers. Schauen wir auf die Formation. Wir sehen einen 5-2-3 bei ihnen. Sieht man nicht so oft, ist immer spannend. Zunächst mal sollte man die Defensive damit abgesichert haben. Aber wir haben ja auch drei Leute vorne drin. Thank you. So geht Watford in diese heutige Partie. Im Tor darf heute Ben Foster. Will Hughes steht im Zusammenspiel mit Etienne Capoue im Zentrum. Und vorne haben wir bei ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. Connor Cody, Romain Saiz. Jetzt João Moutinho. Hughes. Troy Deeney. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Ball bei Moutinho. Und Moutinho. Connor Cody. Neves. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Doucouré. Gute Aktion. Sehr guter Einsatz. João Moutinho. Raúl Jiménez. Könnte den Konter geben. Gutes Tackling. Fair gemacht und er hat den Ball. Da muss er hin und holt sich den Ball. Raúl Jiménez. Moutinho jetzt am Ball. Ah, das sieht gut aus. Er ist da und kann den Ball hier klären. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Johnny. Moutinho jetzt am Ball. Den Ball will er nicht hergeben. Ruben Neves. Ruben Neves! Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.
Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Johnny. Jetzt João Moutinho. Neves. Nur Moutinho. Adama. Sieht gefährlich aus. Flanke kommt weit. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Jetzt ist es gefährlich. Ruben Neves. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das ist Wahnsinn. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Jus. Das war Pech. Das ist Abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Raúl Jiménez. Nur Moutinho. Sie verlieren den Ball. Ducouré. Troy Deeney. Und das ist der Ballverlust. Pass auf den Flügel. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ruben Neves. Jetzt der Ballverlust. Das könnte was werden. Klarer Fall, Ball ist im Aus, gibt Abstoß. Jus, Sie verlassen sich jetzt auf Ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Abdoulaye Doucouré. Doucouré! Da haben Sie sie fast schon zu diesem Tor eingeladen. Ja, so kann es gehen, Wolf. Und das Risiko hast du immer, wenn du dich nur hinten reinstellst. Und das war ein toller Treffer. Direkt genommen. Mit ganz viel Risiko. Er hatte nicht viel Zeit und entscheidet sich instinktiv richtig. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Ducouré. Kann er was draus machen? Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Rui Patricio. Metorti. Neves. Raúl Jiménez. Der Ballverlust. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen. Abdoulaye Doucouré. Gefährlich! Ja, könnte was werden.
Dine! Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. João Moutinho jetzt. Adama. Wird's jetzt gefährlich? Neves. João Moutinho. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Jetzt geht der Gegner dazwischen und hat den Ball. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Ganz klar, da muss er Freistoß pfeifen. Troy Deeney. Capoue. Was macht er draus? Da kommt die Flanke. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Geht er rein? Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Capoue führt diese Ecke aus. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Macht er gut. Guter Einsatz, er hat den Ball. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er macht hier bislang ein gutes Spiel. Hat ja schon sein Tor gemacht. Sie liegen vorne. So kann es aus seiner Sicht natürlich weitergehen. Und jetzt geht es hier weiter. Kiko Femenia. Cabasele. Ducouré. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, der nächste tolle Pass. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Metorti. Moutinho am Ball. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Das ist ein Foul. Freistoß. Klasse Pass. Dine. Brillant gemacht. Sie haben hier ausgeglichen. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Da gilt der Dank auch dem Trainer. Ja, der hat dieses Team natürlich auch wirklich gut eingestellt. Perfekt, perfekt, perfekt getroffen. Er nimmt ihn Volley, ein klasse Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Alles wieder offen hier. 2:2. Erneut so ein hervorragender Pass. Johnny. Moutinho jetzt am Ball. Raúl Jiménez. Wird's jetzt gefährlich? João Moutinho jetzt. Neves. Ruben Neves. Ja, könnte was werden. Wichtige Aktion. Da kann er klären. Wir schauen an die Seitenlinie. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt noch mal frischen Wind bringt.
kann er was draus machen. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Romain Saiz. Johnny. Connor Cody. Neves. Matt Doherty. Neves. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Kann sich dann nicht mehr helfen. Klar, Ball im Aus. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Einwurf jetzt. Craig Cathcart. Neves. Was macht er draus? Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. So, Buschi, es gibt die Auswechslung. Ja, und ich bin gespannt, wie das dann gleich auf dem Rasen aussehen wird. Auch in taktischer Hinsicht. Ball verspringt, das war zu sehen. Das war trotz Bedrängnis keine gute Aktion. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Craig Cathcart. Hughes. Da gewinnt er den Zweikampf. Matt Doherty. Daniel Podence. Morgan Gibbs White. Schön dazwischen gegangen. Schöner Pass. Deulofeu. So, Flanke kommt flach rein. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Klasse Tor hier von Ihnen. Da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschluss als, Wolf, fast noch wichtiger bei der Hereingabe. Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Neves. Morgan Gibbs White. Super dazwischen gegangen. Neves hat jetzt Anspielstation. Abseits. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Die Fans wollen den späten Ausgleich, stehen noch mal wie ein Mann hinter dem Team. Romain Saiz. Neves. Johnny. Morgan Gibbs White. Connor Cody. Romain Saiz. Neves. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Ja, der Schuss jetzt.
ganz stark abgeblockt und abgepfiffen. Abseits. Aha, das war knapp. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Morgan Gibbs-White, Connor Cody, Neves. 5 Minuten sind es hier noch und sie müssen bis zum Ende konzentriert bleiben, wenn sie hier gewinnen wollen. Na, da ist er klar im Abseits. Dabei wäre der hier so wichtig gewesen. Ja, da braucht man fast diese Wiederholung gar nicht. Natürlich glasklare Abseitsposition. Vielleicht hätte das Spiel hier noch mal kippen können. Capoue, Doucouré. Ah, das sieht gut aus. Schöne Pässe jetzt auf Seiten von Watford. Ah, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jus, Capoue. Das könnte die Chance werden. Jetzt kommt der Schuss. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Und die Situation geklärt. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Morgan Gibbs-White. Der Freistoß, klare Sache. Macht er gut. Connor Cody. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Sie haben effizient gespielt und daher nicht unverdient gewonnen, oder Buschi? Ganz genau, Ballbesitz allein reicht eben nicht. Was sie mit dem Ball gemacht haben, war im entscheidenden Moment einfach besser. Der Sieg geht daher in Ordnung. Das war gut, was er heute angeboten hat. Wichtiges Tor heute von ihm, das Entscheidende sogar. Guter Auftritt.